Herzlich willkommen zurück. Weiter geht's ins Stellaris. Ist schon ein Weilchen her mittlerweile, aber was soll man machen? Ich fürchte, um Arbeit kommt man nicht drumherum. Ich habe mir zumindest noch keinen Weg gefunden und ich wüsste auch nicht, ob das so clever ist. Ich habe mich erstmal wieder eingearbeitet und dabei auch noch ein paar Sachen entdeckt, wie zum Beispiel. Wo hatten wir es denn? Hier hatten wir davor die Gouverneurin Ludmilla drinne. Ich habe die jetzt auf die Lang Su geändert, weil die einfach schon eine Stufe höher ist. Wir können günstiger Blocker entfernen, was ich als sehr vorteilhaft erachte. Sie hat so oder so einen geringeren Erfahrungszuwachs. Das schien mir alles nicht so lohnenswert, von daher habe ich die andere umgestellt. Ich habe noch bei den Rechten für die Xenos ein bisschen was an den Voreinstellungen geändert. So, dass im Prinzip unsere Spezies erstmal die dominante bleibt, weil ich habe ja auch hier entdeckt, dass da in welcher Bevölkerungs... welcher Zeit seid ihr, wollte ich fragen. In der Eisenzeit. Hier sind Xenos in der Eisenzeit und die sind zufälligerweise schon militaristisch, aber auch xenophob. Die würde ich gerne dazu bringen, dass die xenophil werden und dann in unser Reich eingliedern. Aber die sind auch auf feuchten Welten heimisch und wir, glaube ich, auch. Yep, wir können feuchte Welten auch gut kolonisieren und wir kommen eigentlich aber von toten Welten. Und damit sich da nichts in die Quere kommt, würde ich vorschlagen, dass wir im Prinzip unseren Leuten den Vortritt geben. Kann ich mir die eigentlich anschauen? Kann ich noch gar nicht, interessant. Nun gut. Dann habe ich noch irgendwas geändert? Nee, ich glaube nicht. Ich habe aber auch nachgeschaut, wie stark die anderen ungefähr sind. Und beim letzten Mal, ich habe es auch noch in Erinnerung, sagen wir sind etwas abgerutscht. Ich habe hier ein paar dicke, fette Prellböcke hingestellt, falls uns jemand angreifen möchte. Aber potenziell, es könnte schwierig werden. Und da sehe ich gerade die archäologischen Ausgrabungsstätten, dann würde ich mir auch noch Gedanken machen, wie ich die überhaupt kriege. Benötigt Wissenschaftler für Ausgrabung. Hier wäre ja auch noch eine machbare Ausgrabung. Es wäre, glaube ich, ganz schön, wenn wir da noch einen Forscher hätten, der das Ganze übernimmt. Aber ich habe auch nachgeschaut, im Moment ist kein Forscher dabei, den ich unbedingt haben möchte. Ich hätte gerne noch einen mit einer anderen Spezialisierung. Einen voran, da wir schon zwei aus dem Sozialbaum haben, zwei aus dem Ingenieursbaum und nur eine, die gleichzeitig noch eine Ingenieurin ist. Aus dem Physikbaum hätte ich gerne noch eine Physikerin. Oder irgendwen, der unsere Forschung noch ein bisschen weiter boosten kann, dass wir die im Prinzip durch das Erkunden leveln. Ich glaube, das ein oder andere Forschungsschiff, auch wenn wir schon fünf haben, ist auch nicht so verkehrt. Ansonsten, ich würde die Legierung, die wir gerade haben, dafür einsetzen, dass wir uns noch ein paar Schiffe bauen, weil die anderen sind überwältigend in der Flottenstärke, das muss nicht unbedingt sein. Und ansonsten würde ich schauen, dass wir unsere Planeten hier weiter ausbauen können, das ist, glaube ich, ganz vorteilhaft. Was cool wäre, wenn wir auch noch die seltenen Kristalle gleich abbauen können, denn die geben uns Einnahmen. Ich habe auch nachgeschaut, wir sind jetzt bei minus 10 Konsumgütern, das heißt, ich muss stets und ständig Konsumgüter nachkaufen, es sei denn, ich schaffe es irgendwie genügend herzustellen. Und ich habe halt relativ viele Planeten jetzt schon besiedelt, finde ich. Wird etwas schwieriger, aber das kriegen wir schon hin. Noch irgendwas, was ich gemacht habe? Ich glaube nicht. Dann würde ich sagen, lass uns weiterlaufen. Stell noch die Geschwindigkeit mal ein Stück höher. Das geht übrigens über Plus und Minus. Das ist super praktisch. Das ist direkt neben meiner Maus. Da kann ich wunderbar mit der rechten Maustaste erreichen. Mit der rechten Hand erreichen. Gut, ich nahm an, dass gleich wieder irgendwas aufploppen würde. Aber ich finde es gar nicht so schlecht, wenn wir noch einen Moment haben, um reinzukommen. Ich würde das dann wieder... Okay. Dann ist auch schon das nächste. Wobei das in Sicht nur... Ja, komm. Da können wir auch gleich weiterlaufen lassen. Weil es hier keine Energie gibt. Wobei, Energie haben wir im Moment genug. Wie schaut es denn aus mit Forschung? Wirtschaft und Forschung ebenbürtig. Kann man noch ein bisschen ausbauen, aber vollkommen in Ordnung soweit erstmal. Was ich eben eigentlich sagen wollte, bevor ich unterbrochen wurde vom Spiel. Ich würde, glaube ich, das Ganze wieder für euch zusammenschneiden, dass im Prinzip die interessanten Sachen dabei sind. Und ich würde, wenn wir ein Stück weiter im Spiel drin sind, das noch ein bisschen weiter umstellen, eher in Richtung, wie ich es bei Sif mache, so kleine Zusammenfassungen zwischendurch,
dass ich die kleinen Anomalien in der gleichen rauslasse. Und dann Prinzip Zusammenfassung gebe und vielleicht auch noch ein Stück mir von eine Scheibe abschneide von Transport Fever, wie ich es da bisher gehalten habe. Wobei ich da noch keine Rückmeldung habe. Im Sinne von mehr Rollenspiel, weil das war eines unserer Ansprüche, als wir das hier gestartet haben. Da lasse ich mir noch was einfallen. So, was wäre denn unser Plan? Hier hat uns Jabba jetzt natürlich alles zugebaut. Das ist ein bisschen doof. System Survey complete. Warte mal, warum sagst du denn nicht Bescheid, dass... Sag mal, geht's dir zu gut oder wie? Du sollst da gefälligst Bescheid sagen. Wenn du nichts mehr machst. Das finde ich nicht sehr nett. Ah. Da hinten. Ich verstehe. Da müssen wir um die Ecke rum. Das schaut nur so aus, als ob es mit auf der Linie liegt. Von dem Punkt aus, wo ich gerade hingeschaut habe. Was ich eigentlich sagen wollte. Ich glaube, der Trust kommt dann da gar nicht mehr weiter. Hier sind die Marodeure. Hier ist Katze. Was für ein schöner Name. Katze wird sich noch ausbreiten. Und ich glaube, der Trust ist mir schon nicht ganz geheuer. Der ist mir voll in den Rücken gefallen mit seiner Kriminalität. Jabba werden unsere Freunde. Auch wenn die etwas komisch aussehen. Ich habe nichts gegen komisch aussehende Leute. Vielleicht lernen wir noch was dazu. Was sind das eigentlich? Gelehrte Erkunder. Interessant. Dass mal Jabba uns als Freund offenhalten. Vielleicht sogar, wenn sich die Chance irgendwie bietet, eine Föderation gründen. Den Trust, ich weiß nicht. Bin ich relativ neutral entgegengestellt. Ich finde es nicht so schön mit seiner Kriminalität. Andererseits ist es ein weiterer Verbündeter. Und die Katze würde ich dann als Rivalen irgendwann deklarieren, wenn sich die Chance bietet. Ja, soweit der Plan. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich, wenn es was Interessantes gibt. Wir haben den Erstkontakt mit einer mysteriösen, fremden Spezies hergestellt im Labo-System. Wo auch immer dieses System ist. Labo. Ah, hier haben wir es auch schon. Wenn die Katze hier nach rechts auch noch eine Beschränkung hat, finde ich das gar nicht so schlecht. Andererseits sind so schon, ich weiß nicht mehr, wie viel wir gestartet haben. Ich glaube mit 16. Ich muss nochmal in meine eigene Videobeschreibung reinschauen. Und alleine 4 sind schon auf diesem kurzen Stückchen hier auf 10% der Karte. Sind 25% der Leute angesiedelt schon. Wenn da unten jetzt noch einer wäre, wird es noch enger hier oben. Ich sehe schon, wir haben nicht den idealen Startpunkt erwischt, so wie es ausschaut. Aber na gut. Kann ich denn hier was machen? Kann ich nicht, weil ich dafür einen Gesandten brauche. Die Gesandten sind alle schon beschäftigt. So, du verbesserst die Beziehung mit dem Trust. Brauchen wir das noch? Friedfertige Händler von wegen, die treiben bei mir die Kriminalität ordentlich nach oben. Wo kann ich denn das einsehen? Ah, Informationen. Ich würde gerne... Kann ich das einsehen? Da, freundlich. Beziehung 331, das reicht ja wohl locker. Und wenn wir da 100 von abgeben, wegen den Beziehungen verbessern, dass das dann rausfällt. Und 10 nochmal, weil der jährliche der freundschaftliche Erstkontakt irgendwann verfällt, der Bonus. Würde ich mal behaupten, geht das doch recht gut auf. Das heißt, die könnten wir wegschieben. Was haben wir denn noch? Spionagenetzwerk und Katze finde ich gut. Spionagenetzwerk und Trust finde ich sehr gut. Beziehungen verbessern mit Katze. Das ist auch nicht so ideal. Spionagenetzwerk und Jabba finde ich gut. Muss ich mit Katze die Beziehungen verbessern? Eigentlich nicht. Oh, herzlich. Und 116... Der Wert 116 ist jetzt nur noch eine neutrale Beziehung. Das ist gut zu wissen. Also sind die 300 noch irgendwas gar nicht so unglaublich viel. Wie viel haben wir denn hier? 390. Interessant. Und dennoch, ich glaube, Katze wird mir so irgendwann zum Rivalen erklären. Kann ich das machen? Rivalität erklären geht nicht. Erklärt Katze zu unserem Rivalen. Es gibt Kriegsgrund Erniedrigung auf Katze. Schlechte Beziehungen, Rivalität. Erfordert entweder schlechte Beziehung oder Rivalität. Wie kann ich denn Rivalität haben, wenn ich sie nicht zum Rivalität erkläre? Achso, umgekehrt, wenn sie uns zum Rivalen erklären. Ich verstehe.
wie das gemeint ist. Nicht ganz ideal geschrieben, aber was soll's. Ich verstehe es. Ein Gesandten, der zur Verschlechterung der Beziehungen entsandt wurde, dass eines der Reich diplomatische Haltung vorherrschend diplomatische Haltung hat oder ein gefallenes Reich ist. Ich glaube, ich schieb den von Katze weg. Wer war denn das? Beziehungen verbessern in Katze. Thomas Klein. Du bist besser hier drüben aufgehoben, glaube ich. Schauen wir mal. Ich melde mich dann zurück, wenn wir das Reich aufgedeckt haben. So, das ging flott. Ich nehme nicht an, dass das die sind, die wir gefunden haben, oder? Nee. Aber irgendwo haben wir noch eine Stadt da drüben. Eine stagnierende Herrschaft entdeckt. Gut zu wissen. Grüßen wir die? Du erkundest das mal, wird schon passen. Da geht's dann also gar nicht mehr wirklich weiter. Was seid ihr denn für welche? Militante Isolationisten. Für euresgleichen haben wir herzlich wenig Zeit. Zumindest sind sie ehrlich. Noch ein Planet, eine Savannenwelt. Ich hätte wirklich gerne noch ein Forschungsschiff hier. Hier können wir dann noch weiter erkunden. Passt schon. Gut, aber da gibt's noch ein Reich. Bis gleich. Gut, gleich zum Anfang eine Meldung noch. Der interdimensionale Handel. Wir hatten hier so einen Dimensionsriss entdeckt, wo Leute genauso da waren wie wir. Der ist zurückgegangen, aber ansonsten ist nichts weiter passiert. Die Questkette wird uns sicherlich noch weiterführen. Und wir haben die Zielaliens irgendwo entdeckt. Ich glaube, das waren die hier unten, wo wir gerade unseren Gesandten hingeschickt haben. Die mysteriöse Sichtung eines unidentifizierten Schiffes im Labosystem lädt weiterhin zu Spekulationen ein. Sein Grundaufbau ist uns völlig unbekannt, was vermuten lässt, dass wir es mit einer neuen fremden Zivilisation und einem möglichen Erstkontaktszenario zu tun haben könnten. Abgesehen davon, dass das fremde Raumschiff eindeutig in der Lage ist, im Hyperraum zu reisen, wissen wir so gut wie nichts über diese faszinierenden Wesen. Es sollten keine Mühen gescheut werden, um mehr über sie herauszufinden. Dann weitermachen. Ich glaube, die Meldung hat man sogar schon mal. Ich habe es nur nicht mehr auf dem Schirm. So. Schließt hier alles fleißig an. Und dann geht's weiter. Und ich höre euch dann wieder dazu, wenn es was Interessantes gibt. Wir werden Zeuge des ersten großen Events in der Galaxie, glaube ich. Oder vor uns waren sicherlich schon Leute da, wie wir durch die Vorläufer ja wissen. Und durch die stagnierenden Herrschaften und allen drum und dran. Und vielleicht gibt es irgendwo in unbekannten Gefilden auch noch größere Events, aber der erste Krieg ist ausgebrochen zwischen Katze und Jabba. Wer ist denn von den beiden stärker? Beide überwältigend? Kann ich einsehen, wie stark die sind? Was ist denn das diplomatische Bedeutung? Haben bisher drei Planeten, interessant. Und hier, die haben schon vier Planeten. Flottenstärke noch unbekannt. Ja, dann bin ich sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ich hoffe, dass Jabba das gut hinkriegt. Des Weiteren, das habe ich zwischendurch gemacht, wir hatten die eine Forschung abgeschlossen. Hier ist jetzt die nächste. Ich habe mich für ein höheres Verwaltungslimit entschieden. Unter anderem auch deswegen, weil hier dann neue Sachen freigeschaltet werden. Ich hoffe darauf, dass wir unsere Planetenhauptstadt an dergleichen upgraden können. Und dann auch das dritte Staatselement bekommen irgendwann und allen drum und dran. Weil ich denke im Moment, wir sind militärisch gesehen ein Stück schwächer. Ansonsten sind wir, glaube ich, recht gut mit dabei. Und unsere größte Stärke dürfte sein, dass wir schon ein ganzes Stück mehr Planeten haben als die Gegner. Eben hat man schon gesehen, 3, 4, ich glaube, die sind auch bei 3. Oder? Achso, die starten ja auf den Habitaten. Dann haben die 3, ja. Und ja, von daher nutzen wir den Vorteil, wo wir da, wo wir gut sind, glaube ich, weiter aus. So, Kriegserklärung, ja. Und Erstkontakt erhalten ist. Unsere Versuche, mehr über die fremde Spezies mit der Bezeichnung Zielaliens in Erfahrung zu bringen, waren bisher vergeblich. Auch wenn wir relativ rasch feststellen konnten, dass sie eindeutig ein
eindeutig Teil einer technologisch fortgeschrittenen Zivilisation sind, oder ist, hat es sich als äußerst schwierig erwiesen, weitere Fakten in Erfahrung zu bringen, da sie offenbar erhebliche Anstrengungen unternimmt, uns und andere daran zu hindern, Signale von ihr abzufangen. Da haben sie aber nicht mit uns gerechnet. Bisher ist uns da nur gelungen, kleine Bruchstücke von dem zu erhaschen, was wir als ihre Sprache vermuten. Unsere Linguisten sind jedoch zuversichtlich, ihre Kommunikation aus gewonnenen Erkenntnissen entziffern zu können, wenn wir nur eine größere Stichprobe erhalten. Kriegen wir hin? Oh, wir wissen schon, wie sie ausschauen. Und sie sind Isolationisten. Die kleinen Seesterne. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich die designt habe, ich glaube nämlich, das sind eine von meinen. Ich mag die Seesterne doch sehr gern. Könnte ich euch auch bestimmt schon sagen, wer das ist. Aber wir wissen schon mal, es sind Isolationisten. Schauen wir mal. Eine neue atemberaubende Entdeckung. In der Nähe von Seapock Vortex. Wo ist das denn? Ich kann da nicht einfach draufklicken, schade. Wo ist das nicht? Ah, da. In der Nähe von Seapock Vortex, ganz bei uns in der Nähe, haben wir etwas gefunden, von dem wir glauben, dass es sich um ein uraltes Sternentor handelt. Es scheint Teil eines galaxieweiten Netzwerkes aus ähnlichen Toren zu sein, die, wenn sie in Betrieb wären, eine nahezu sofortige Reise von einem Ende der Galaxie zu einem anderen ermöglichte. Zu irgendeinem Zeitpunkt nach seiner anfänglichen Konstruktion scheint die Verbindung des Tores mit dem Rest des Netzwerkes unterbrochen worden zu sein. Stattdessen ist das einzige gültige Ziel eine unbekannte Sternengruppe jenseits unserer Galaxie, die von unseren Astronomen als L-Cluster bezeichnet wurde. Noch verblüffender ist allerdings die Tatsache, dass das Sternentor vollständig aus mikroskopisch kleinen Naniten eines uns unbekannten Designs besteht. Obwohl das Sternentor eine schwache Energiesignatur aussendet, wurde es scheinbar absichtlich in eine Art Wartungsschleife eingeschlossen und ist so die Aktivierung verhindert. Bis wir einen Weg finden, um diesen Prozess abzubrechen, können wir das L-Cluster nicht erreichen. Verblüffend. Situation Log updated. Wir haben es geschafft. Unsere Bemühungen, die Signale zu entziffern, die wir von der fremden Spezies mit der Bezeichnung Zierwesens erfangen hatten, haben sich ausgezahlt. Wir haben endlich einen Durchbruch erzielt. Auch wenn wir ihre Sprache noch nicht vollständig beherrschen, ist es uns zumindest gelungen, erfolgreich diplomatische Kanäle zu der Zivilisation zu öffnen, von der wir heute wissen, dass sie sich selbst als Knuddel bezeichnen. Das ist definitiv eine von meinen. Wir haben die Knuddel entdeckt. Ich komme mit Grüßen von ältester Abolklor, dem erwählten Herrscher von Knuddel. Wir glauben, dass alle führenden Wesen das Recht haben, ihre spirituellen Bedürfnisse zu befriedigen. Eine Einstellung, von der wir hoffen, dass ihr sie mit uns teilt. Egalitäre, fanatische Spiritualisten. Oha, was habe ich mir denn da ausgedacht? Wir wollen nur Freunde sein, liebe Knuddel. Erstkontakt beendet, okay. Müsste ich da nicht sehen, wo die Knuddel sind? Scheint nicht so. Lass es noch ein bisschen weiterlaufen. Okay, jetzt weiß man zumindest schon mal ein bisschen besser, wo die Knuddel sind. Heißt das System wirklich Bett? Okay. Aber dann kann die Katze sich nicht unbegrenzt weiter ausweiten, es sei denn hier lang. Und so wie es ausschaut, geht der Krieg mit Jabba auch nicht großartig voran. Von daher, das finde ich schon mal gut. Die sind immer noch bei überwältigend. Das finde ich sehr passend. Bei denen weiß ich es nicht. So, dann würde ich sagen, schicken wir den Gesandten einmal zu den Knuddel, um ein bisschen mehr über die herauszufinden. Vielleicht können wir uns da noch Freunde machen, wollte ich sagen. Gegenüber der Katze. Das wäre doch ganz brauchbar, dass wir die Katze irgendwann domestizieren. Gut. Neue Erkenntnisse über das enigmatische Tor. Es war zu diesem Zeitpunkt noch nicht sofort ersichtlich, aber die kürzlichen Studien der Ari Fahrenheit haben offenbar zu einem Durchbruch bei der fortwährenden Erforschung der mysteriösen L-Tore geführt.
Nachdem die Berichte zu Forschungseinrichtungen auf Aristo Prime zurückgesendet wurden. Wie viel müssen wir denn noch entdecken? Das L-Cluster, 1 von 7, okay. Und Lagerbestände niedrig, da sollten wir gleich mal was verbessern. Wie wäre es denn, wenn wir ein paar Minerale verkaufen? Das können wir uns, glaube ich, durchaus leisten. Und dafür dann Konsumgüter einkaufen. Ja. Das ist ein bisschen schwierig mit unserer Konsumgüterproduktion. Aber das kriegen wir alles noch hin. Der eine Erstkontakt, den wir hatten, der hat sich als die Yankee herausgestellt. Ich weiß nicht mehr, oder ich weiß nicht mal, ob wir überhaupt so ausgesprochen werden, aber potenziell. Ach, wir sind schon weitergeflogen. Ich kann sie gar nicht mehr sehen. Das sind diese Kreaturen mit Tentakeln. Also doch nichts weiter. Abgesehen vom Knuddel. Schauen wir mal. Wir werden erpresst. Von den Marodeuren. Mensch, Schwächlinge. Unsere Krieger sind auf dem Weg, eure Systeme zu plündern. Stört euch ihnen im Kampf, wenn ihr den Mut aufbringen könnt. Oder versteckt euch vor Angst, bis sie sich an eurem Reichtum gelabt haben. Ihr könnt natürlich auch Tribut zahlen, um euch selbst vor den kommenden Sturm zu retten. Wenn er ausreicht, werden unsere Krieger gezwungen sein, umzukehren. Ja, und allein schon, damit die mir hier meine Verteidigungsanlagen und ein Drum und Dran nicht kaputt machen und meine Planeten nicht, würde ich sagen, geben wir eine Tributzahlung. Ist auch jetzt nicht so viel, die Frage ist nur noch was. Energie, Mineralien oder Nahrung? Und an sich, Mineralien machen wir am meisten Plus. Und ich glaube, die Mineralien sind auch am wenigsten wertvoll. Andererseits, wir haben relativ viel Nahrung. Soweit ich weiß, wenn das Nahrungslimit voll läuft, gibt es keinen keinen Nicht-Gewinn mehr. Es gibt keinen Bonus mehr. Sonst hat man, glaube ich, oder früher war das mal irgendwann, ist schon eine Weile. Schon eine Weile her, dass ich gespielt habe. Ich finde, das mit dem Micromanagement hat mit 2.0 viel zu viel Überhand genommen. Aber wir sind hier, um es neu auszuprobieren. Sie haben ja gemeint, sie haben nochmal einiges geändert. Vielleicht ist es jetzt besser. Oder wieder spielbar zumindest. Von daher, da es diesen Bonus, glaube ich, nicht mehr gibt mit dem Maximum, würde ich sagen, zahlen wir denen die 500 Nahrung und die Sache hat sich. Welch Schande. Ich nehme an, unsere Krieger werden sich anderswo umsehen müssen. Aber Erfolg ist in Sicherheit, zumindest für den Moment. Vielleicht können wir den auch nochmal auf irgendwen hetzen, zum Beispiel auf Katze. Das wäre doch sehr angenehm, die sind gerade im Krieg mit Jabba, vielleicht kann Jabba dadurch die Überhand gewinnen. Oder Trust, einfach nur um sie zu ärgern, weil sie haben mittlerweile auch schon eine zweite Zweigstelle bei uns gegründet in Bikul. Ach, jetzt schon bei 21 Kriminalität, ich finde es echt nicht schön. Kann aber auch im Moment noch nichts dagegen machen, zumindest wüsste ich nicht was. Wenn ihr Tipps habt, immer raus damit. Ansonsten sehen wir uns wieder, wenn mehr passiert. Obwohl... Wir haben eine neue Artisanentruppe entdeckt. Cool. Die haben wir übrigens hier entdeckt. Ich habe nur nicht Bescheid gesagt, weil ich dachte, bei Artisanen, da reicht es, wenn ich euch am Ende Bescheid sage. Kam gerade zufällig mit dazu. Passt wunderbar. Bis gleich. Da gibt es doch gleich wieder was Interessantes. Und ich glaube, sowas hatte ich auch noch nie gefunden. Die Ari Ziolkowski meldet, dass der Planet Gausor 3 einige unglaubliche Eigenschaften aufweist. Eingeschlossen in einer seltsamen Hülle dessen, was man als rein psionische Energie beschreiben kann, besitzt Gausor 3 eine bisher... jetzt bin ich aus Versehen verrutscht. Entschuldigung. Besitzt Gausor 3 eine bisher für unmöglich gehaltene Anzahl von überlagerten Quantenzuständen pro Raumeinheit. Alle 3 Monate erreicht die Anzahl der Zustände ein kritisches Niveau und Gausor 3 erlebt eine vollständige dimensionale Phasenverschiebung, wobei sich seine Partikelfelder von einer Dimension in eine andere verlagern. Diese Rotation sorgt dafür, dass eine verschleierte Welt aus einer anderen Dimension in unsere kommt, nur am Ende der Periode wieder in eine Gaia-Welt zurückzuphasen. Vielleicht können wir eine Methode entwickeln, die verhindert, dass sich der Planet verschiebt. Vorher sollten wir das System jedoch sichern. Sehr interessant. Schauen wir mal, ob wir da irgendwann mal noch irgendwas von herausfinden.
Wir haben gerade die Kolonieentwicklungsgeschwindigkeit nochmal erhöhen können durch eine Forschung. Finde ich sehr gut. Möchte aber erstmal noch keine Kolonieschiffe bauen, sondern die Legierung erstmal für weitere Schiffe nutzen. Denn die Katzen sind uns immer noch überlegen. Bei den anderen haben wir mittlerweile aufgeholt durch noch ein paar Korvetten. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, die ein oder andere Korvette mehr ist nicht so verkehrt. Vielleicht kriegen wir dann auch irgendwann eine Armee hin, die hier im Dearum-System aufräumen kann, sodass wir den Baum erforschen können. Des Weiteren konnte ich dadurch eine neue Forschung ausführen. Ich habe mich für den Fusionsreaktor entschieden, weil der noch viele andere Sachen freischalteten. Wir kriegen in den Korvetten auch ein bisschen mehr Strom, denn wir sind schon am Limit. Und das ist, glaube ich, nicht allzu verkehrt. Und dafür würde ich gerne die gute Frau hier nach oben schieben. Als allererstes, ja bitte. Dann hat natürlich... haben die Ingenieurswissenschaften keinen mehr mit der genannten Spezifikation, aber wir haben hier noch einen mit dem Fachwissen Industrie. Dann holen wir uns den, tun den Lewis da rein und haben hier noch den einen übrig. Dann würde ich, glaube ich, den reintun, der so oder so 10% auf alles hat. Und dann ist immer noch eine übrig und ich glaube, da könnten wir uns ein weiteres Forschungsschiff gönnen. Das dann hier oben weiter erkundet und ich glaube, das mache ich auch als erstes. Gibt es denn noch weitere, die sich lohnen würden? Ja, nee, ich finde die Archäologen, also bestimmt eine gute Sache. Ich würde aber lieber erstmal die mit den Spezialwissen haben. Gut, soweit zur Forschung. Bis gleich. Das erste Mal, dass ich was bei einer Ausgrabungsstätte sehe. Was kriegen wir denn? Vorläufige Ausgrabungen deuten darauf hin, dass das Himmelsobjekt direkt über einer weitläufigen Stadt heruntergekommen ist. Achso, die Grundprämisse war, dass man dann im Prinzip vermutet hat, dass dein Mond ziemlich sanft auf den Planeten gekracht ist, ohne durch die Planetenkruste zu brechen, sich dann mehr oder weniger angepappt hat. Und das ist scheinbar dann dieses Himmelsobjekt. Zum Zeitpunkt des Einschlags befanden sich die Einwohner auf einem technologischen Niveau, das vergleichbar mit unseren frühen Weltraumflügen ist. Da Iresta 3 keine lebenden Spezies beherbergt, ist anzunehmen, dass das Ergebnis der Anfang vom Ende dieser Zivilisation war. Es ist unklar, ob der gigantische Felsen zufällig auf der Stadt landete oder ob es ein bizarrer, katastrophaler Unfall war. Ah, kleine Artefakte gefunden. Und jetzt geht's weiter, ich verstehe. Des Weiteren hatten wir genügend Einheit zusammen, um noch eine weitere Tradition auszuwählen. Ich habe die unendlichen Weiten ausgewählt. Ein neues Zeitalter der Erkundung steht uns bevor. So wie wir einst die Oberfläche unserer Heimatwelt kartografiert haben, müssen wir nun ein neues Terrain meistern, und zwar den Weltraum. Da draußen wartet eine ganze Galaxie voller Wunder darauf, von uns entdeckt zu werden. Erkundungsgeschwindigkeit um ganze 35% erhöht. Ich würde sagen, damit können wir noch eine ganze Menge kennenlernen. Und ich hoffe einfach mal, wenn hier jetzt schon 5... Es sind, sagen wir mal, es sind 15% Fläche hier, die wir einnehmen. Und da sind jetzt schon 5 Leute drauf, also ein Dritter der Leute. Dann kann ja hier nicht mehr viel kommen. Würde ich vermuten, warum kennen wir denn das hier? Ah, weil da auch noch Artisanen sind. Künstler. Neues archäologisches Ereignis. Ich bin ja mal gespannt, wie es weitergeht. Wir hatten ja etwas entdeckt, was ein Rubrikator war. Ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber ich nehme an, das wird uns jetzt gleich erzählt. Eingestürzte Gebäude, abgestürzte Raumschiffe, Klumpen von geschmolzenem Müll und Schmuckstücken deuten darauf hin, dass die ehemaligen Einwohner von Fulbardan 3 inmitten eines verlorenen Krieges gegen einen überlegenen Feind aus ihren Häusern geflohen waren. Leichen, die ausländische militärische Insignien tragen, deuten darauf hin, dass es möglicherweise zu Konflikten zwischen Rattenclans gekommen ist, die aus verschiedenen Heimatwelten stammen. Ihre Evakuierungsbemühungen wurden dadurch behindert, dass sie nicht bereit waren, ihre geschätzten Schmuckstücke aufzugeben, und viele verloren ihr Leben, um völlig banale Gegenstände zu retten. Ein Artefakt scheint jedoch einen besonderen Platz in der Gesellschaft zu haben, der Rubrikator. Es scheint, dass sie lange und hart gekämpft haben, um ihn zu retten, ihn aber letztlich zurücklassen mussten. 6 Artefakte. Interessant. Was können wir denn mit den Artefakten machen?
Noch gar nicht so viel. Potenziell können wir Einsichten über die Vorläufer oder über die Eltora erhalten. Das klingt interessant. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, überhaupt zu machen, aber ich wüsste auch nicht, was ich sonst mit den Artefakten machen soll. Von daher würde ich das als mittelfristiges Ziel mal im Auge behalten. Evading hostile fleet. Und da geht gleich was los. Wir haben die She-Aliens entdeckt. Ah, deswegen war hier offen. Was seid ihr denn? Eine leuchtende Kugel, okay. Können wir da jemanden... Oh, da ist... Warum bist du denn verfügbar? Also manchmal auch, wenn du ein Schiff baust, es ist dann da, ohne Bescheid zu sagen, hey du, ich habe alle Aufträge abgeschlossen. Oder sowas hier. Ein Gesandter hat jetzt einfach nichts gemacht. Und ich weiß auch nicht, was er davor gemacht hat oder irgendwas. Und sehe jetzt nur, da ist gerade einer frei. Obwohl eigentlich alle einen irgendwo reingesetzt habe. Und dann gibt es aber bei ganz anderen Sachen komische Meldungen, die bei allen möglichen Kram Bescheid sagen. Da aber nicht, was ich als wichtig erachten würde. Finde ich komisch, aber passt schon. Wir sehen uns gleich wieder. Die Knuddeln mögen uns scheinbar. Sie schlagen vor, eine Botschaft zu etablieren. Wir möchten für die zukünftige Verbesserung der knuddelig-aristotelischen Diplomatie auf Aristo Prime eine Botschaft etablieren. Wechselseitig Botschaften. Warum nicht? Wenn wir uns mit denen gut stellen, können wir vielleicht mit Jabba von hier aus angreifen und die Knuddel von da aus, und so, dass die Katzen irgendwann feststellen, dass es nicht gut ist, Menschen zu versklaven. Mondbeule. Das Rätsel um den abgestürzten Mond ist gelöst. Die Stadt, in der er landete, wurde völlig zerstört. Da war es die Umgebung der Stadt, die den nötigen Hinweis lieferte. Ein digitales Fragment, das wenige Stunden vor dem Unglück aufgenommen wurde, sprach von seltsamen Lichtern und elektromagnetischen Messungen am Nachthimmel. Ein heller Blitz war zu sehen, und innerhalb weniger Minuten raste der Mond langsam auf die verfallene Stadt zu. Mit einer sehr geringen Fehlerquote wurde festgestellt, dass Schiffe einer mächtigen außerirdischen Zivilisation über Riesta 3 auftauchten und den Mond absichtlich aus seiner geosynchronen Umlaufbahn zur Oberfläche stießen. Sie schienen den Absturz des Mondes absichtlich verlangsamt zu haben, obwohl wir nicht sagen können, ob dies darauf zurückzuführen ist, weil sie den Rest der Welt für eine spätere Kolonisation erhalten wollten, eine psychologische Kriegführungstaktik für eine Massenpanik war oder gar etwas völlig anderes. Was für ein Ding. Aber damit haben wir auch eine archäologische Ausgrabestätte komplett ausgegraben. Meine allererste. Und wir haben die Option auf die atmosphärische Fütterung für die Technologie bekommen. Interessant. Wir haben einen Erstkontakt hergestellt und was für einen. Die kommen durch das Wurmloch jetzt bereits. Ich würde vermuten, das sind Wanderer. Bin ich ja mal gespannt. Kann ich ja die Gesandte, die ich eben verteilen wollte, gleich wieder einsetzen. Warte mal. So. Des Weiteren haben Jabba und die Katzen einen weißen Frieden geschlossen. Ich hätte vermutet, dass das da mehr knallen würde, aber so wie es ausschaut, vertragen sie sich doch wieder. Ich habe eben verlorene Fracht zurückgegeben von einem Schiff, was ich gefunden habe, und prompt darauf kommt der Trust. Menschen, wir haben Nachricht erhalten, dass die Fracht unserer Versorgungsschiffe zurückgebracht wurde. Wir möchten euch danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, sie wieder zu bringen, ohne die Notwendigkeit einer menschlichen Intervention. Cool Einfluss, das hilft mir sehr. Ein Gefallen. Da komme ich definitiv drauf zurück. Apropos Gefallen und Eindruck. Achso, bevor ich hier was mache. Ah ne, da kann ich noch gar nichts machen. Denn das ist noch nicht erkundet. Ich habe ja jetzt noch zwei weitere Forschungsschiffe hingeschickt, damit man da noch schneller erkunden kann, mehr ausbauen kann. Aber selbst dann, die Ressourcen werden so langsam knapp. Das passt schon.
Was ich noch sagen wollte, nach dem Weißen Frieden haben Jabba und Twas ein Defensivabkommen geschlossen und ein Migrationsabkommen. Von daher nehme ich an, dass die Katzen erstmal nicht sich in die Richtung weiter ausbreiten werden. Aber dann bleibt noch Knuddel übrig. Das heißt, ich nehme an, wenn die Katzen den Krieg starten, dann wird es Richtung Knuddel laufen. Und Jabba und Twas werden sich irgendwann zusammenschließen, um die Katzen fertig zu machen. Da bin ich mir relativ sicher. Da wäre ich gern dabei. Aber wenn die Katzen ohne meinen Einwirken zufällig kaputt gehen sollten, wäre mir das auch ganz recht. Schauen wir mal.